Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuesten Review. Ja, ihr seht heute richtig, ich probiere es einmal mit einer App-Review. Es ist mein erster Versuch und ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht allzu übel, wenn es nicht so gut wird. Aber ich werde mein Bestes geben, dass es einigermaßen erträglich ist. So, es geht um die App 1Password, die seht ihr hier oben. Wir starten jetzt einfach einmal die App. So, ich muss jetzt kurz einmal meinen Unlock-Code eingeben. Den könnt ihr am Anfang festlegen. So, und so sieht 1Password im Detail aus. So, ihr habt hier unterschiedliche Kategorien. Logins, Accounts, Notizen, Settings and more. Unter Logins habe ich alle meine Internetpasswörter. Also in jedem Forum oder ja, alles Mögliche, wo ich mich halt angemeldet habe und was übers Netz funktioniert, habt ihr hier unter Logins. Das nächste sind die Accounts. Accounts gibt es unterschiedliche Sachen. Ich habe hier zum Beispiel Gmail, iTunes, Read It Later und Skype drinnen. Wenn ihr hier auf das Plus klickt, habt ihr hier eine Vorauswahl von Amazon über FTP-Accounts, Instant Messages, ja. Und so könnt ihr schnell und einfach einen neuen Account anlegen. So, Notizen dürfte, glaube ich, klar sein. Da brauche ich nicht viel erklären. Hier habe ich die Settings hingelegt. Settings sind die Einstellungen von dem Programm und ja, ist auch eigentlich ziemlich selbsterklärend. Unter More habt ihr die restlichen Kategorien, die hier unten nicht angezeigt werden, weil diese Leiste hier unten ist individuell einstellbar. Und zwar kann man die einstellen, indem man hier oben auf Edit klickt und dann einfach per Drag and Drop hier runterziehen. Ihr habt gesehen, ich habe das jetzt soeben geändert und habe hier unten jetzt statt den Einstellungen Software. Klicken wir mal hier auf Software. Hier habe ich alle meine Software-Lizenzen. Und ja, in dieser Leiste kommt praktisch nur das, was man am häufigsten verwendet. So, unter More haben wir auch nochmals die Einstellungen. Ihr könnt das Ganze synchronisieren mit Dropbox oder eben mit einem WLAN, mit einer WLAN-Verbindung. Ich habe jetzt Dropbox eingeschalten, da das meiner Meinung nach viel komfortabler ist und ja, es geht einfach viel schneller und man braucht sich eigentlich um nichts kümmern. Sobald die App geöffnet wird und am Mac auch offen ist, synchronisiert sich das Ganze. So, was kann man noch über 1Password Pro sagen? Genau, warum Pro? Es gibt die 1Password, die normale Version und eben die Pro-Version. Die Pro-Version ist eine Universal-App und ist sowohl fürs iPad auch als fürs iPhone gedacht. Die kostet 12 Euro. Und ja, meiner Meinung nach viel empfehlenswerter, da ihr da gleich eine Universal-App habt und so die App einzeln kaufen müsstet. Also 8 Euro fürs iPhone, 8 Euro fürs iPad macht 16 Euro. Kauft man sich lieber einmal die Pro-Version um 12 Euro und kann sie für alle iDevices ja, benutzen. Gut, das war es auch jetzt schon im Großen und Ganzen. Bedanken möchte ich mich nochmals bei Agile Web Solution für den Promo-Code, den sie mir zur Verfügung gestellt haben. Ja, vielen Dank nochmals dafür. Falls euch mein heutiges Review gefallen hat, Daumen hoch. Ich würde mich sehr über positives Feedback eurerseits freuen. Ja, falls ihr mehr App-Reviews sehen wollt, einfach in die Kommentare schreiben. Und ja, wir sehen und hören uns bis demnächst. Euer Max Styler. Ciao!